den Kirchgang der Vereine. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, sich auszutauschen, auch unter den Vereinen auszutauschen, Dinge zu besprechen. Wir hatten jetzt kürzlich auch wieder mal eine Vereinsbesprechung im Rathaus, wo wir alle Vereinsvertreter eingeladen haben, die dann da auch erklärt haben, was sie denn so im nächsten Jahr vorhaben, auch zu welchen Terminen sie das vorhaben, dass man das ein bisschen abstimmt. Mhm. Und das ist natürlich auch beim Kirchgang der Vereine da eine gute Gelegenheit, da sich auszutauschen, was ja in den letzten Jahren sehr gut aus meiner Sicht gelungen ist. Lisa Fischer und Martina Zittgraf werden mit dem heutigen Tag in unserer Freigemeinschaft, der sogenannten Untereinheit Pfalz-Hülchheim und den drei Gemeinden des Dürbachtales, mit mir zusammen und Fabrikant Wolfgang Senzel tätig sein. Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Zum Kirchgang der Vereine ganz herzlich begrüßen zu dürfen und willkommen zu heißen. Das Ganze natürlich auch in Vertretung des Gemeinderates und hier ist unser dritter Bürgermeister Steffen Ucher auch mit anwesend. Der zweite Bürgermeister Edmar Klotz lässt sich leider oder muss sich leider krankhafte Dinge entschuldigen. Wir wünschen Ihnen auch ihm auf diesem Wege gute Besserung. Mein besonderer Gruß gilt unserem Ehrenbürger und Altbürgermeister Rainer Kirchhofer und seiner lieben Frau Barbara. Er war es ja eigentlich, der diesen Kirchgang der Vereine gleich zu Beginn seiner Amtszeit eingeführt hat. Und wie man heute sieht, lieber Rainer, es überdauert die Zeit, wenn man sich so anschaut hier im Saal. Ich freue mich, dass wirklich hier die Hütte voll ist, wie man so schön sagt. Also, das war letztes Jahr nicht ganz so, aber da war vielleicht noch ein bisschen Corona-Angst, aber heute ist wirklich wieder volles Haus. Das ist wunderbar. Herzlichen Dank. Ein herzliches Dankeschön auch gleich an dieser Stelle an unseren Musikverein unter der Leitung von Stefan Wagner. Ihr habt uns in der Kirche ja schon wunderbar begleitet und durch den Gottesdienst geführt. Wer uns auch für einen Mein herzlicher Gruß gilt auch unserem Herrn Pfarrer Christian Lobak. Herr Pfarrer, Ihnen auch ein herzliches Dankeschön für den wunderbar umrahmten Gottesdienst. Und wenn ich den Gottesdienst erwähne, dann darf ich dann auch gleich Ihre beiden neuen Mitarbeiterinnen ganz herzlich begrüßen in diesem Kreis und erwähnen Frau Lisa Fischer und Frau Martina Zehngraf. Seien Sie uns hier in dieser Runde herzlich willkommen. Und Sie werden ja und wurden ja gerade im Gottesdienst schon vorgestellt. Es waren ja nicht alle im Gottesdienst. Sonst hätte die Kirche nicht ausgereicht. Deswegen werden wir vielleicht gleich auch noch mal was zu Ihrer Vita hören. Liebe Frau Fischer, liebe Frau Zehngraf, herzlich willkommen auch im Kreise der politischen Gemeinde. Wir wünschen Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit natürlich viel Kraft und Freude und viel Spaß hier in Pfalz-Hülchheim. Dankeschön. Thank you.
der Gemeinde Veit-Zürchheim und auch in den, also nicht nur in den katholischen Gemeinden, sondern eben auch überhaupt in unserem Ort, unsere beiden Seelsorgerinnen eben herzlich willkommen heißen, was wir im Namen der Pfarrei jetzt hier auch tun wollen. Mitglied des sogenannten Gemeindeteams in den katholischen Gemeinden von Veit-Zürchheim freue ich mich, in dieser großen Runde zwei neue Mitglieder im hauptamtlichen Pastoralteam vorstellen zu dürfen. Und ein nochmaliges herzlich willkommen.